Hallo und willkommen zurück bei Die neuen Hinweise, die Anstalt. Wir waren im Wimmelbild und haben natürlich da eine Pause gemacht. Jetzt geht's weiter. Ein Schuhanzieher. Was ist ein Schuhanzieher? Das ist ein Schuhanzieher. Eine Schneeflocke. Das gibt's nicht. Ich finde die Schneeflocke nicht. Teddybär fehlt ein Auge. Nadel und Faden. Ach, da ist die Schneeflocke. Ein Haarband. Das hier? Teddybär, genau. Da brauchen wir Nadel und Faden. Wo könnte die sein? Das ist eine Schere, das ist kein... Ah, hier Nadel und Faden. Mit dem und zack. Jetzt haben wir Teddybär. Einen Armreif. Wie sieht ein Armreif aus? Irgendwie... Schere können wir mitnehmen, einfach mal. Sterne. Puppe, Feder. Ja gut, ich würde es gerne in der Reihenfolge machen, aber das funktioniert irgendwie nicht, weil ich den Armreif wieder nicht finde. Federherz. Federherz Loli. Ring. Loli Ring. Feder, Armreif. Jetzt fehlt nur noch der Armreif. Wo ist der? Ich habe auch gar kein Bild im Kopf, was ein Armreif ist. Ist doch nur so ein Band. Das sind Handschuhe. Das Stethoskop. Das ist es nicht. Das ist eine Schleife, ein Hammer, Bleistift. Das ist ein Armreif. Ach komm, da war irgendwas. Schuhanzieher bekommen. Genau, wir waren hier in diesem Nebenraum, wo vorhin die Kreuz irgendwo hingelaufen ist. Die Schere können wir nicht nehmen. Warum muss es hier so dunkel sein? Weiß nicht, weil Licht aus ist. Die Glühbirne ist hinüber, aber ich komme nicht ran. Was mache ich mit dem Schuh anziehen? Genau, hier draußen, da kommen wir nicht rein. Vielleicht mit dem Schuhheber, jawohl. Kriegen wir eine Axt. Und mit der Axt können wir... Das weghauen, das weghauen, das weghauen, das weghauen. Gar nichts können wir mit der Axt machen. Außer vielleicht hier den Haufen. Wohl kaum. Auch nicht. Ich kann Claudia sehen. Ich muss da reinkommen. Was macht die denn da? Na, dann hacken wir die Tür ein. Und gehen durch. Ist sie hingefallen? Okay. This is where we found little Ginger's body. She was like a daughter to me. A daughter I never had the chance to have. All I wanted was to see her face once again. Just this once. Was kriegen wir da? Leeres Medaillon. Medaillonteil. Kann man nicht kombinieren. Please, the locket is the last thing that remains. Ist das Sedativum X? Hat Claudia die ganzen Pillen genommen? Sie wollte die nochmal sehen. Noch ein Bildteil. Da ist auch irgendwas. Please, the locket is the last thing that remains.
Das muss vor dem Feuer richtig hübsch ausgesehen haben. Das ist die Kapelle hier. Was haben wir hier? Ein paar Scherben, noch ein Bildteil, noch ein Bildteil. Noch ein Bildteil, noch ein Bildteil. Noch ein Bildteil. So. 7 von 8 haben wir schon. Jetzt habe ich das leere Medaillon. Ein Stuhl. Ah, mit dem Stuhl können wir vielleicht die Lampe in dem anderen Raum erreichen. Und wieder ein Wimmelbild. Ein spitzer Bleistift. Mit der Rasierklinge. Das ist nicht richtig, warum nicht? Wie soll ich den denn sonst anspitzen? Handabdruck. Handschuh. Brieftasche. Das ist ein Schlüssel. Ach, das ist die Brieftasche. Lippenstift. Lippenstift. Klebstoff. Parfüm. Elefant. Spritze. Clown. Brille. Diesmal geht es ein bisschen schneller. Ein spitzer Bleistift. Sieht aus wie ein Anspitzer. Etwas fehlt. Okay. Das ging fix. Klebstoff. Ich brauche eine neue Glühbirne. Natürlich Klebstoff. Wofür ich Klebstoff? Hier ist noch ein Bildteil. Jawohl, jetzt können wir das vielleicht zusammenkleben. Irgendwie oder auch nicht. Hier gibt's nichts mehr. Da ist eine Glühbirne. So. Und wie kriegen wir die Glühbirne raus? Licht an. Ah, hier können wir das Bild dann zusammenbauen. Okay. Ach, zu viel gedreht. So. Das scheint wirklich sehr nett gewesen zu sein. Ganz anders, als ich gedacht hätte eigentlich, dass die Claudia Kreuz so eine böse ist. Wobei war das ja ganz eine nette eigentlich. Oh. Ginger sieht richtig glücklich auf dem Foto aus. Alle sehen sie glücklich aus.
Jetzt haben wir es zusammengeklebt. Ach so. Jetzt sollte es ins Medaillon passen. Dann bringen wir das mal der Claudia. Ginger was not supposed to be here. She was fine. Professor Crow wanted to sign her off. But I didn't let him. I made her stay until that fateful day. I'm not sure how the fire started, but I know it was Zed's work. He's a dangerous person. Professor Crow tried to stop him, but it was too late. He had already won. Poor little girl. She ran in the wrong direction, deeper into the east wing. The pumping mechanism malfunctioned. Gordon tried to restart it manually. He lost two of his fingers trying to help. Will was ordering the evacuation of the female ward. It was chaos. He saw Ginger. But before he could react, a fire extinguisher exploded nearby. Will lost an eye that day. Ginger ran into our chapel. She was petrified of fire. The old ceiling gave in. I tried to save her. I didn't care about the fire. I didn't care about anything. I did all I could. Will pulled me away when the fire kept on spreading. Oh, sedative X was considered dangerous because it may be lethal in large doses. There's nothing you can do for me. Don't beat yourself up over this, detective. Do something I couldn't and stop him for good. Dr. Kreutz? Claudia? She's gone. I found Will. He's dead. What is going on here? Is Mrs. Kreutz? Is she? Oh no. I moved the patients to the West Wing. They should be safer there. I need you to help my partner. He's injured pretty badly. We can move him to our sick room. I can help him there. Thank you. We'll come back for Dr. Kreutz once this is over. Ziel erfüllt, rette Kreutz. Warum? Wir haben doch gar nicht gerettet. Das ist jetzt mega traurig. Krass. Richtig krass. Hätte ich gar nicht erwartet. Ich hätte irgendwie so gedacht, die wären alle so eine Verschwörung, dass die alle böse wären und irgendwie. Aber das erklärt immer noch nicht, was das für eine komische Vogelscheuche ist. Wer ist das? Warum ist das das? Was es ist. Krass. Lecker, riecht wie Benzin. Das ist nicht gut, dass hier Benzin steht, denke ich mal. Krankenzimmer. Your partner got hit pretty hard. I'm astonished he's still alive. Can you pass me that spirit bottle, so we can get Mr. Tough Guy here? Uff, der Deckel sitzt bombenfest. Ich brauche mehr Grip. Was es auch echt ist, es ist kaputt. Grip hier mit Handschuh vielleicht. Das hat funktioniert. I'm going to have to clean his wound. Thanks. This should do the trick. Normally, this would burn like crazy, but I don't think he can feel much right now. There should be some bandages in the locker. Schrankschlüssel. Helfen wir der Krankenschwester mal kurz, unsere Kollegen zu verarzten. Was haben wir hier? Riechsalz. Bandagen.
There should be some bandages in the locker. Thank you. This should stop the bleeding. This is all I can do for now. Die wirkt ein bisschen zu nett, die Krankenschwester. Und die hat rote Haare. Your partner should be okay. I'll stay with him for a while. Die ist mir nicht ganz... Ich weiß nicht, was mit der ist. Hier ein bisschen Riechsalz. It's you. Thank heavens. You need to call for help. There is a radio station in Claudia's office. Here are the keys. Hopefully you'll reach someone over this storm. I'll be here with Owen if you need me. Kreuzschlüssel. Neues Ziel SOS. 12 von 15. Die ist, aber irgendwas ist mit der Krankenschwester noch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was wohl in diesem Zimmer ist? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Kreuzbüro, okay. Nur ein paar schmutzige Handtücher. Handtücher, Benzin. Hier brennt 100 pro irgendwas. Später noch. I did not expect to see this. What on earth happened here? Das Bild an der Wand ist leicht verstörend. Vorhin hatte ich noch Mitleid, jetzt habe ich schon wieder keinen. Ein Gehirn. Eine Flasche, ein kaputter Spiegel. Irgendeine kaputte Radiostation. Handabdruck. Bücher. Fehlendes Bild. Irgendwas fehlt noch. Zwei Sachen noch. Eine Schachtel. Und das Fenster. Tada! Claudia is trying to use the radio station, but loses her temper and hits the metal box. She is looking for something inside her bag. And on the shelves, she drops a few books on the floor. Hastily, she goes through her things on the desk. She goes through the drawers. She finds what she was looking for. She pours herself some water from the decanter and spills. Claudia approaches the mirror. She swallows the sedative X. She takes a swing, smashing the mirror with her glass. She loses her balance and leans on the curtain. Before leaving, she takes a photo off the wall. Now I know what happened. The radio station is my only hope. Meisterdetektiv. Wir müssen das Funkgerät wieder reparieren. Wird wohl nicht funktionieren. Zuerst muss ich die Abdeckung abmachen. Büroklammer. Was haben wir denn noch sonst hier? Warum haben wir eigentlich noch das Riechsalz? Hier irgendwas mitnehmen? Jetzt weiß ich, wo Claudia das Foto her hatte. Ich kann nicht unbedingt behaupten, dass mir diese Kunstwahl hier gefällt. Ah, Irrenhaus. 9 von 9. Wir haben alle Teile gefunden. Yeah. Es klemmt. Schlüssel. Und ein Brief. Dr. Kreuz, Seths verschwundenes Vogelscheuchenkostüm hat nichts mit dem Verlust meiner Schlüssel zu tun. Ich weiß selbst, dass ich ein Alkoholproblem habe, aber dadurch bin ich nicht automatisch an allem schuld, was hier schief läuft. Gordon Lefty. Vogelscheuchen. Also, Seth das in dem Vogelscheuchenkostüm, aber der ist doch in der Einzelhaftzelle.
geht das denn? Kreuzschlüssel, vielleicht können wir jetzt in den Tisch. Ich hoffe wirklich, dass es künstlich ist. Anja, es wäre ja langweilig. Kann ich jetzt irgendwas mit dem Schlüssel machen? Nee. Kriegen wir eine Batterie? Versperrt. Hier brauchen wir den Schlüssel. Kriegen wir eine Reinigungsflüssigkeit. Entweder hat Seth noch eine zweite Persönlichkeit oder es gibt jemanden, der ihm hilft. Das wäre natürlich möglich. Irgendwas brauchen wir jetzt noch, um die Rückseite aufzukriegen. Das ist nicht richtig. Die Batterie ist nicht richtig. Gucken wir mal wieder rein. Ob es hier irgendwas gibt. Sieht aber nicht richtig. Find that radio station. Habe ich doch schon gefunden jetzt. Chill. Vielleicht hat der Set irgendeinen geheimen Ausgang. In seiner Zelle. Ah, hier oben haben wir doch einen Dolch. Ja, genau. An Ashley, an Schwester Ashley. Gewalt gegen Patienten wird nicht toleriert. Dies ist die erste und letzte Warnung. Aha. Also war die gewalttätig gegen Patienten? So. Ich dachte schon, die ist ein bisschen zu nett. Unter dem Fleck ist bestimmt eine Anleitung zu dem Funkgerät. Batterie ist leer. Da haben wir noch eine. 60 lila. 5, 90, 75. Setz die Batterien an die richtigen Stellen, um die Leistungszahlen auf die richtige Spur zu bringen. 100. Blau. Ist 90. Gibt's gar nicht. Das verwirrt mich gerade extremst. Die Leistungszahlen sollten dich auf die richtige Spur bringen. Hä? Blau. Welche Leistungszahlen? Rot 25. Hier gibt's aber nichts mit 25. Ich gerade überhaupt nicht, was die wollen. Hier leuchtet es blau hier. Könnte richtig sein. Jetzt leuchtet es nicht mehr. Soll das blau leuchten oder nicht? Jetzt leuchtet das alles blau. Ich verstehe es nicht. Violett ist 65. Nee, 60. Das ist 5. 60 und 5 ist 65. Was ist das? Und es soll war 100.
Ich verstehe das irgendwie gar nicht gerade. Ich einen Tipp machen? Wirklich überspringen? Nee, will ich nicht. Die Farben neben den Zahlen passen zu den Farben der Batterien. Ja. Das Dunkellila ist 5. Helli war 60. 60 und 40. Gucken wir mal. Gelb nicht hier. So, das 100, das passt mal. So. Das ist verbunden, genau. Und dann sind die zwei verbunden, soll 65. 40 und 25. Rot ist 65. Dann soll 80. 25 und 65. Ich kapiere es einfach nicht. Also ich verstehe das System, glaube ich, aber ich check nicht, welche Farben wohin gehören. Das soll 100 ergeben, diese beiden. Okay, es hat geklappt. Durch irgendeinen Zufall. Hello? Can anyone hear me? This is Nemesine Asylum, requesting assistance. This is Baywatch Patrol. What is your emergency? There has been a murder. The suspect is armed and is still at large. We also need medical assistance and evacuation from the island. Copy that. The storm will slow us down, but we will... Darn! Not now! Ugh, now what do I do? Letzte Mittel, Ziel erfüllt, SOS. I've lost the signal. Maybe something's wrong with the cable outside. Ist ja egal, der ist ja schon durch, die kommen ja schon. Was der jetzt gesagt hat, ist ja eigentlich unwichtig. Oh, was? Warum? Seems someone has cut the cable while you were on the radio. Perhaps Ashley knows what to do. Check with her in her room. Hä? Was? Der Typ war doch ein Messer, der hat das doch gerade durchgeschnitten und der redet wie ein Roboter jetzt. Perhaps Ashley knows what to do. Ashley check with her in her room. Ne, also, das wird jetzt immer krasser, ey. Ich bin mal gespannt auf die nächste Folge, denn hier ist erstmal Pause. Vielen Dank und schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn das große Finale ist.
Danke fürs Zusehen und ciao.